ist schon komisch. Da gibt es bei Ihnen einen Kollegen, der irgendwie altmodisch wirkt, keine besonders coolen Klamotten, etwas eigensinnig in seinen Ansichten. Aber er ist nicht nur ziemlich beliebt bei den Schülern, seine Klasse strengt sich auch ganz schön an. Sie hingegen geben sich vielleicht alle Mühe, die Schüler zu motivieren, versuchen auf Augenhöhe mit ihnen zu verhandeln, erstellen die tollsten Arbeitsmittel, aber irgendwie springt der Funke nicht so richtig rüber. Das kann natürlich zig Gründe haben. Eine interessante Spur wäre, dass Sie einmal den Beziehungsstatus untersuchen, die Art des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in beiden Klassen. Denn für den Neuroforscher Joachim Bauer steht fest, der Mensch ist für den anderen Menschen die Motivationsdroge Nummer eins. Also nicht unbedingt das perfekte Arbeitsblatt, wobei ich ein Fan von sowas bin. Die Beziehungsqualität im Unterricht ist ein oft unterschätzter Aspekt, wenn auch nicht ganz neu. Bei Erasmus von Rotterdam hieß es schon vor 500 Jahren, der erste Schritt zum Lernen ist die Liebe zum Lehrer. Wenn die nämlich zustande käme, würde sie auf das Fachliche abfärben, überspringen. Schauen wir uns das mal genauer an. Vorweg, diejenigen, die mein neues Büchlein gewinnen möchten, sollten sich wieder einen Zeitpunkt notieren, wann nämlich in diesem Video der Begriff Triggerwirkung fällt. Triggerwirkung. Also, warum ist das Beziehungshafte eine Art Geheimcode für Unterrichtserfolg? Und was ist das überhaupt? Beziehung. Worin zeigt sich das? Kann man es messen? Hat man sowas im Blut? Oder kann man es lernen? Beziehung im Pädagogischen, das ist jedenfalls nichts Magisches. Und es bedeutet schon gar nicht, dass man sich ins Privatleben der Schüler einmischen müsste. Gemeint ist vielmehr das Wechselspiel mit jedem einzelnen Schüler. Mit Paul oder Paula, verbal wie mimisch, das grundsätzliche Interesse daran, wie er oder sie mit dem Stoff zurechtkommt, wie man ihn oder sie ermutigen kann. Man könnte auch sagen, es ist das genuin Menschliche an der Lehr-Lernsituation. Das Beziehungshafte konkretisiert sich natürlich nicht nur dem Einzelnen gegenüber, sondern auch im Umgang mit der Gruppe. Wie man eine neue Klasse empfängt, wie man eine Stunde eröffnet, wie man jeden Einzelnen im Auge hat, wie man auch kurz vor eins das müde Rudel noch mitreißt, wie man einen Test zurückgibt, wie man die Klasse als Lernheimat organisiert, wie man mit Störungen umgeht, nicht zuletzt übrigens auch, wie man die Elternarbeit sieht und gestaltet. Interessant ist, dass in Hettys Megastudie alle Kriterien, bei denen das Beziehungshafte besonders mitspielt, ausgesprochen wirkungsmächtig abschneiden. Direkte Instruktion, Feedback, Unterstützung Schwächerer, Klassendiskussion, Wertschätzen von Leistung. Der Aspekt Feedback gehört dabei besonders betont. Hettie zieht nämlich aus all seiner Forschung den Generalschluss, macht das Lehren und Lernen sichtbarer. Deshalb nannte er seine Studie ja auch Visible Learning. Die Lehrer müssten viel besser darüber Bescheid wissen, wo jeder einzelne Schüler steht. Und den Schülern müsste viel klarer sein, was die Lehrkraft eigentlich von ihnen will. Deshalb sind alle Formen von Rückmeldung und Echo so ausbaubedürftig. Die Note unter der Klassenarbeit ist dann höchstens der Schlussstein. Letztlich sagen jedenfalls alle Humanwissenschaften, Unterricht ist ganz wesentlich auch Beziehungssache. Sei es das Konzept Übertragung in der Psychoanalyse oder der Ansatz Bindung in der Entwicklungspsychologie, die von den Neurowissenschaften gezeigte Triggerwirkung sozialer Inputs, nicht zuletzt die Hinweise aus der Burnout-Forschung der Arbeitsmedizin. Sie merken schon, die wohlklingende Vokabel vom Lernbegleiter greift viel zu kurz. Der gute Lehrer ist auch Begeisterter, Begeisterer, Brückenbauer, Berater und manchmal durchaus Bürde oder sogar Bändiger. Leitwolf, Kapitänin, das ist eben Führungsfreude und Feingefühl in guter Balance. Wenn ein Lehrer nun zu distanziert ist oder zu perfektionistisch oder zu konfliktscheu, dann kann das natürlich seine Beziehung zu den Schülern einschränken. Dann wird der Kontakt vielleicht zu dünn oder labil oder kommt gar nicht richtig zustande. Die Schüler brauchen das aber, von uns gesehen, von uns wichtig gefunden zu werden,
auch noch die Älteren, denen man das nur mit viel Übung anmerkt. Allerhand was. Das heißt aber doch, dass im Referendariat ordentlich an dieser Beziehungskompetenz gefeilt werden müsste. Genau, müsste. Wir sind da aber vielfach noch Entwicklungsland. Gleichwohl, man kann in Sachen Beziehung auch auf eigene Faust dazulernen und sich weiterentwickeln. In Stillarbeit quasi zum Beispiel. Sich oft genug Zeit nehmen, die eigene Klasse sorgsam zu beobachten, über sie nachzudenken, sich Notizen zu machen, zum Beispiel während einer Klassenarbeit. Oder per Austausch immer wieder mal Kollegen danach fragen, wie sie eigentlich diesen oder jenen Schüler sehen und erleben. Auch durch Lektüre oder Kinobesuch, Erzählungen, Berichte, Filme, guter Lehrer bzw. schwieriger Schüler studieren, gern auch im Team. Und nicht zuletzt, qua Introspektion, sich für eigene, unbewusste Beziehungsreflexe sensibilisieren, per Tagebuch oder per Supervision. Gut, jetzt verstehen Sie genauer, warum John Hattie sagt, die Lehrer-Schüler-Beziehung gehört zu den wirkungsmächtigsten Einflüssen auf die Lernleistung von Schülern. Es bringt wirklich viel, an dieser Beziehungsqualität zu feilen. Das kann man übrigens auch in einem pädagogischen Tag tun. Dazu komme ich in Schulen und arbeite mit dem Kollegium, ganz konkret in Klassenteams oder per Einzelhospitation. Haben Sie jetzt Fragen zu diesem Video? Am besten melden Sie sich gleich zur Videokonferenz am 28.09. an. Oder möchten Sie zu diesem Thema erstmal was von mir lesen? In meinem neuen Reklamheftchen finden Sie auch einen Fragebogen, mit dem Sie Ihre ganz persönliche Beziehungsqualität erkunden können. Quasi als Hausaufgabe. So, jetzt vergessen Sie nicht, auch noch Video 3 anzusehen und dann sehen wir uns bei der Videokonferenz.